Moin Leute und ganz, ganz herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge Deutschrap Favorites. Heute mit Kollege Angeber Paul Rap Infinity, das Outro vom Zuhälter Tape 4. Ja, meiner Meinung nach das beste Outro von Kollege jemals, hatten wir auch letztens in dem Video, was sind die besten Kollege Outros, auch auf Platz 1, sowohl von Boss Explosive als auch von seiner Community und auch meiner Meinung nach das beste Outro, was Kollege jemals gemacht hat. Absolut legendärer Track. Einer seiner besten überhaupt, generell Zuhälter Tape 4. Mein Lieblingsalbum zusammen mit King. King ist bei mir auf der 2 und Zuhälter Tape 4 ist mein Lieblingsalbum persönlich von Kolle. Hab das mega, 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 mega hart gefeiert und ja, dementsprechend auch diesen Track, Freunde. Ich habe nach einer Lyric-Version gesucht auf YouTube und auch auf anderen Videoplattformen. Ich habe keine Lyric-Version gefunden. Ja, also mit Lyrics bzw. Text, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe überlegt, ob ich das jetzt auf Genius irgendwie einfach zeige, aber ich dachte mir, keine Ahnung, ne, ist irgendwie blöd. Also wenn ihr irgendeine Ahnung habt, wo man so Lyric-Videos findet, vielleicht auch von solchen Tracks, ich habe wirklich überall geguckt, habe keins gefunden. Falls ihr da irgendwie eine Seite kennt, wo es vielleicht sowas gibt oder so, keine Ahnung, dann sagt mir das gerne. Ansonsten, ja, ist jetzt auch nicht das Tragischste, dass wir kein Lyric-Video haben. Der Text ist ja sehr gut verständlich, da Kolle sehr schön deutlich rappt. Und ja, wir gönnen uns das Ganze jetzt, Freunde. Ich würde sagen, ich laber gar nicht mehr so lange um den heißen Brei herum. Let's freaking do this, Alter. Kollege, Angeber, Paul Rip, Infinity, Outro. Achso, natürlich, nochmal kurz bevor wir anfangen, gerne Vorschläge, die ihr noch nicht geschrieben habt, in die Kommentare. Ich mache noch viel, viel, viel von den Vorschlägen. Sorry, ich bin immer ein bisschen langsam, aber ich will auch nicht alles auf einmal raushauen. Wir wollen ja auch ein bisschen diese Deutsche Favorites-Reihe für eine Weile haben. Ja, ich will ja nicht jeden Tag Deutsche Favorites rausbringen oder jede Woche vielleicht. Sonst ist das irgendwann zu schnell vorbei. Ja, so viel unendlich altes Geiles gibt es ja auch nicht. Es gibt sehr viel, aber es gibt es auch nicht unendlich. Ja, deswegen, wenn ihr schon mal einen Kommentar geschrieben habt, ich gucke die Kommentare immer durch von den Folgen. Ich habe die Playlist ja für Deutsche Favorites, eine Playlist. Falls ihr die nicht ausgecheckt habt, macht das gerne mal. Falls ihr da schon mal einen Kommentar geschrieben habt, ich lese die. Ja, ihr braucht einen Song nicht 5 oder 10 Mal vorschlagen. Aber falls ihr noch neue Vorschläge habt, natürlich gerne in die Kommentare. So, und jetzt fangen wir auch endlich an. Let's do this. Allein der Beat, ne, da habe ich direkt Nostalgie-Feelings. Da bin ich im Winter, ich bin im Bus, ich laufe draußen mit Handschuhen und Mütze durch die Gegend und höre dieses Album mit meinen Kopfhörern draußen unterwegs und so. Da habe ich Flashbacks des Todes, Leute. Wenn ich diesen Beat höre, wirklich genial. Geniales Album einfach nur. Das ist kein Angeber, Paul Rap. So, ich mach mal noch einen Ticken leiser. Kleines bisschen. Sorry. Das ist kein Angeber, Paul Rap. Ich informiere lediglich den Hörer über meine Sammlung an Vollfetten. Ganz auf dem Wandregal, Holzbrett, goldene Colts Magnums und meine Schlangenleder-Golfsets. Meine Schlangenleder-Golfsets, auch so geil einfach. Schlangenleder-Golfsets und jetzt die nächste Zeile, ihr kennt sie alle. Und meine Schlangenleder-Golfsets. Und du fragst dich, was sind Schlangenleder-Golfsets? Golfsets aus Schlangenleder, du schwanzleckender Volldepp. Das ist auch einfach so geil, ne? Und du fragst dich, was sind Schlangenleder-Golfsets? Golfsets aus Schlangenleder, du schwanzleckender Volldepp. Das ist einfach so gut. Du fragst dich, was sind Schlangenleder-Golfsets? Golfsets aus Schlangenleder, du schwanzleckender Volldepp. Da hättest du drauf kommen können, Nutte. Oder brauchst du jemanden, der dir das Ganze hier dolmetscht? Ich find's eigentlich fast eine Frechheit gefühlt. Was ist eine Frechheit? Ich find's halt mega schade, dass sie zu dem Song nie ein Video gemacht haben, ne? Also ich weiß, vielleicht hätte es auch einfach nicht gepasst, so, weil es einfach ein Outro ist von einem Zuhälter-Tape und ein Video hätte vielleicht nicht gepasst. Aber meiner Meinung nach hätte der Track dann einfach auch die Klickzahl auf YouTube, so die er verdient hätte. Das sind nämlich mal locker über 10 Mille, die er eigentlich verdient hat, ne? Brauchst du da jemanden? Hm? Sag mal, dann würde ich dir mal raten, ins Telefonbuch zu schauen. Schau mal da rein und einen anzurufen, kleiner Hurensohn. Okay, pass auf. Ich flieg los mit exotischen, attraktiven Dieven in modischen Prada-Stiefeln zu tropischen Paradiesen. Und als ich unter Kokospalmen da liege, sind paar Models 30 Picks vom Big Boss für ihre Fotoalben am Schießen. Generell auch die in dem Song, diese Reimkette und so, ne? Generell die Reimketten, die Lyrik ist einfach so fantastisch gut, wirklich überragend.
Da Kokospalmen in der Liga sind paar Models, 30 Picks vom Big Boss für ihre Fotoalben am Schießen. Ich fahr hinter einer Hochseejacht, Wasserski mit krassem Speed. Lass mich schleifen wie ein Rohdiamant, mach Deals im Hinterland, wo ich dann irgend so einen in der kolumbianischen Drogenmafia aktiven Kokslieferant abziehe. Da sind halt so viele Wortspiele drin, die Reime sind so krass gesetzt und alles, dass man gar nicht beim ersten, zweiten und auch beim dritten Mal hören nicht alles peilt, was überhaupt davon sich gibt. So, ne? Du kannst das in einem Hördurchgang quasi gar nicht alles begreifen, das ist so krass. Und dass ich bei meinem Ozean lang spazieren, die Rolex im Sand verliere, kann passieren wie ein Profikoch Mandarinen, doch kann passieren wie Profikoch Mandarinen, Digga, das ist auch... Wenn man Ozean lang spazieren, die Rolex im Sand verliere, kann passieren wie ein Profikoch Mandarinen. Doch egal, ich hab Kohle, du Punker, siehst auf mein Polo die Logos, Krokodile, so wie auf Fotos vom Land am Nil. Meine Homes sind verdammt massive, bedrohliche Kampfmaschinen. Ein Punch, du fliegst nach oben im hohen Bogen wie Satelliten. Ein Punch, du fliegst nach oben im hohen Bogen wie Satelliten. Das ist auch generell, wie das auch ganz, das komplett so durchgezogen ist vom Text und vom Flow, ist auch einfach zu krass. Vor allem mit diesen Reimsilben, ne, und so. Heftigste Nummer, ey. Verdammt massive, bedrohliche Kampfmaschinen. Ein Punch, du fliegst nach oben im hohen Bogen wie Satelliten. Damals diente ich Drogen an Parasiten. Heute hol ich die Chartplatzierungen. Bitches geht nach oben wie Stalagmiten. Doch ich bleib am Boden wie bei Piloten. Schlecks Passagiere, massakriere Deutschrap-Homos mit Flows wie eine Submaschine. Weg erotische Fantasien. Sex-Symbol-Trepper, Tantra-Spiel. Host beim Knall nach dem Auftritt zur Explosion wie eine Panzermine. Deine hohle Marmel blown, aber Homie bei aller Liebe. Diese Ho ist unter aller Kanone wie Magazine und Diese Ho ist unter aller Kanone wie Magazin, ist auch so nice. Eigentlich mega naheliegend auch wieder so, aber es kommt einfach so geil, ne? Marmel blown, aber Homie bei aller Liebe. Diese Ho ist unter aller Kanone wie Magazine und kann mir gestohlen bleiben. So wie dir dein rosaner Opel, der steckt wohl längst bei den Polen wie Batterien. Ich schick steckt wohl längst bei den Polen wie Batterien. Ist auch so geil. Grüße an all meine polnischen Kollegen auf jeden Fall, Alter. Stohlen bleiben, so wie dir dein rosaner Opel, der steckt wohl längst bei den Polen wie Batterien. Ich schick deine Coke-Bitch los, bin im Rotlicht am Abkassieren. Sluts marschieren, Katsumo-Bitch, das Kronblitz am Anthraziten. Hammer Jeep-Kit, ich bin im Schein der Mondsichel, Nacht aktiv, füll mit Strophen das Blatt Papier, die Nationen danach zitieren. Wie mythologische Sagen von Zyklopen und Fabeltieren, Psychologen wollen alarmieren, dass die Lyrik voll roher Gewalt labile. Kids zu killern, großzieht wie Ballerspiele. Ich wette wirklich, also selbst ich muss mir Mühe geben, beim Text überhaupt hinterherzukommen, so vom Verständnis her, ne? Weil das einfach diese Wortkombination und so, das hörst du sonst nirgendwo, das bringt halt nur ein Kolle. Und ich will gar nicht wissen, wie so ein, also jetzt, ohne das wirklich nur als, also ich meine das jetzt tatsächlich mal nicht als Front, ne? Wenn so ein 12-Jähriger, der halt gerade Deutschrap hört, nur diese Shisha-Bar-Mucke und so, ne? Der überhaupt nichts von sowas kennt, von dieser lyrischen Finesse und so, wenn der so einen Track hört, der kommt doch gar nicht mehr auf sein Leben klar. Der kommt doch gar, der checkt doch gar nichts. Der peilt doch nichts. Nichts, der kapiert überhaupt nicht, was der da macht, Alter. Der versteht nicht, was Kolle da gerade von sich gibt, so. Safe nicht, der kennt ja sonst nur Lelelelele, Tilly Dean, ich zieh das Koka vom Tisch mit der Kreditkarte, rauche Shisha mit meinen Jungs. Mach das Para für Mama, aber sie ist enttäuscht, denn ich bin Dealer. Das ist nicht korrekt von mir, aber ich musste Geld machen, bla bla bla. So ein Gelaber halt, ne? Sowas, da kommt der gar nicht drauf klar. Chronisch wie Allergien, doch ich ente auf Coke wie Gesangskabine. Sieh mal, du fährst die Drogen und Hasslerschiene. Schwimmst bloß mit dem Strom wie Elektroboote, du Bastard, flieh den Pumpkin Seeden. Ob verlogene Hose, wenn ich komische Punks skandiere, ziehen sie Perücken vor wie bei Schachpartien. Kein Monopoly, doch ich spiel mit Kohle und mach Parisen wie Schokoladenfabriken. Deutsche Rapper sind Homos und Transvestiten. Kid, ich bring sie zu Boden wie Schlammlawinen. Zuhälter-Rap, ich hab mir die Krone im Land verdient, denn ich... Digga, das ist so krass einfach, wirklich. Das ist so gut, ne? Vor allem, ihr müsst euch mal geben, er hat jetzt 2 Minuten lang so kranke Reimketten und so von sich gegeben, so heftig viele Silben und so reingeballert. Da kommt auch keine Hook natürlich vor in dem Track und so. Es ist einfach, es wird überhaupt nicht langweilig. Ich bring sie zu Boden wie Schlammlawinen zu, Alter. Ich hab mir die Krone im Land verdient, denn ich bin besser King, Rapper, Pimp, Snapper, Bitch, Rapper ins Gesicht stechender Mac mit Springmesser. Klingt fresher als ein rauschender Gebirgsfluss. Torten fliegen auf mich, als wäre ich ein Clown aus einem Zirkus. Torten fliegen auf mich, als wäre ich ein Clown aus einem Zirkus. Lauf, es gibt einen Hirnschuss. Mittel durch die Schädeldecke, Blutspritzer.
Ja, das ist so krass. Als ein rauschender Gebirgsfluss, Worten fliegen auf mich, als wäre ich ein Clown aus einem Zirkus. Lauf, es gibt einen Hirnschuss, mitten durch die Schädeldecke, Blutspritzer regnen deiner Bitch auf ihre Tränensäcke. An Laternen in der Hood hängen Cops an einem Strick, sie wurden vom Boss aufgeknüpft. Wie der Ruck deiner Sis. Um mir den Kork reinzudrücken, sie ist eine richtige Schlampe und kann sich nicht mal im Bus festhalten, ohne Striptease zu tanzen. Übertrieben geniale Line. Sie ist eine richtige Schlampe und kann sich nicht mal im Bus festhalten, ohne Striptease zu tanzen, Alter. Überkrasse Line, wirklich. Überkrasse Line. Diese bildliche Vorstellung, wie eine sich an so einer Bushaltestange da im Bus festhält und dann, ja, die kann einfach nicht aufhören, Striptease zu tanzen. Ey, ist zu krass. Kork reinzudrücken, sie ist eine richtige Schlampe und kann sich nicht mal im Bus festhalten, ohne Striptease zu tanzen. Ey, empfängt sie mich nicht im engen Seidenpyjama, dann kommt sie im Mini wie ein Kleinwagenfahrer. Dann kommt sie im Mini, also im Mini Cooper, wie ein Kleinwagenfahrer. Ist auch so nice. Generell, dieser Text ist absolutes Endlevel. Das ist eine 10 von 10, dieser Track. Wer mir was anderes erzählen will, laber einfach nicht, Alter. Wirklich, es ist so krass. Empfängt sie mich nicht im engen Seidenpyjama, dann kommt sie im Mini wie ein Kleinwagenfahrer und sie scheißt auf Gelaber, nimmt gleich meinen Schwanz, er ist steinhart und stark, da kommst du kleiner Versager am Abend heim auf dem Fahrer, gehst hoch, kommst rein, siehst uns beide und jammerst, was treibst du da Mama, kriegst ewig keine Antwort und hörst mich dann nur sagen, deine Mom ist gut erzogen, Kid, sie redet nicht mit Schwanz im Mund, außerdem bist du wohl ganz so stumpf. Ey, das ist so stumpf eigentlich, wirklich. Es ist halt absolut plump, aber es ist absolut feierbar. Wie dieses Storytelling, was er auf einem mittleren einbaut, da kommt der Sohn nach Hause, fragt, was treibst du da, Mama? Kriegst ewig keine Antwort und hörst mich dann nur sagen, deine Mama ist gut erzogen, Kid, sie redet nicht mit Schwanz im Mund. Außerdem bist du wohl ganz schön dumm. Stellst du dumme Fragen, Mois, als könntest du nicht sehen, dass ich die Schlampe bums, Blitzmerker. Digga, zu wild. Dann nur sagen, deine Mom ist gut erzogen, Kid, sie redet nicht mit Schwanz im Mund. Außerdem bist du wohl ganz schön dumm, stellst dir dumme Fragen, Mois, das könntest du nicht sehen, dass ich die Schlampe bumst, Blitzmerker. Ey, eines Tages lassen meine Memoiren Laser strahlen wie Lichtschwerter und Geschichten. Lassen Laser strahlen wie Lichtschwerter, Digga. Man kann eigentlich die ganze Zeit Stopp drücken und die Lines wiedergeben und sich darüber sagen, wie krass sie sind, ne? Ist auch wirklich einfach nur, bei diesem Album hat für mich auch alles gepasst, so alles. Eines Tages lassen meine Memoiren Laser strahlen wie Lichtschwerter und Geschichtslehrer droppen dann Vorträge über meine Errungenschaften als Bitch-Slapper. Kid, und du kriegst keine Bitches ins Bett, ey, du hast eher 6 Richtige als richtigen Sex. Du hast eher 6 Richtige als richtigen Sex. Mit deiner meterbreiten Grinsfresse. Ey, dieser käseweißen Pimmelfresse. Ey, dieser eselsgleichen Inzestfresse. Widerlich, Bitch. Alter, das ist so krass, wirklich. Mit deiner meterbreiten Grinsefresse. Ey, dieser käseweißen Pimmelfresse. Ey, dieser eselsgleichen Inzestfresse. Widerlich, Bitch. Also glaub nicht, dass du Hundhirnaufreißer wirst, wie ein China im Biss. Der braucht ein bisschen. Auch so krass, die mit dem China im Biss, mit dem Hund, ne, ist auch so eine geile Zeit. Die habe ich aber wirklich damals beim ersten Mal nicht gepeilt, so. Widerlich, Bitch. Also glaub nicht, dass du Hundhirnaufreißer wirst, wie ein China im Biss. Okay, der braucht ein bisschen. Dein detrophigen Stoff an, ich sag heute geschlossen, du. Kleiner Kiezstricher. Kleiner Kiezstricher. Und jetzt hol mir mal bitte deine Freundin her. Ich habe hier eine neue Kamera, die würde ich ganz gerne mal austesten. Okay, da ist sie. Bravo. Okay, pass auf, ey. Ey, diese Punkrocker-Bitch sagt, wie lahm fromm sie ist. Doch zeigt der Kamera dann ihr bestes Cumshot-Gesicht. Sie kriegt nen Kampfsportler-Trip, bis der Kiefer weghängt und zur Verfeinerung der Detour-Technik ganz locker sitzt. Es ist lyrisch einfach auf einem Niveau, was sonst im Deutschrap halt keiner erreicht. Da kommt keiner ran, lyrisch. Lyrisch kommt da keiner ran. Das ist zu heftig, wirklich. Kampfsportler-Trip, bis der Kiefer weghängt und zur Verfeinerung der Detour-Technik ganz locker sitzt. Wie ich im Bürostuhl drin oder der Schlampe leicht vom Finger rutschende Verlobungsring, den du der Hure bezahlt hast. Guck, wie ich die Frau, mit der du eine Zukunft geplant hast, auf YouPorn zusammen mach. Und zwar so, guck, ich chill Backstage mit der Braut und naja, nimm dann dein Sextape mit dir auf, mit dem Powerschwanz in Action. Und wenn's im Kasten ist, jetzt kommt eine der krassesten Zeilen auch, und wenn's im Kasten ist, wird's auf jeder Seite geteilt wie eine Zauberassistentin. Digga, ist auch so heftig, ne? So eine geile Line, Alter.
Und wenn's im Kasten ist, wird's auf jeder Seite geteilt wie eine Zauberassistentin. Yeah, aha. Auf jeder Seite, überall. Porn, Facebook, es muss überall drauf. Sogar Instagram, so zumindest so ein 15 Sekunden Videoschnipsel. Immerhin, ne? Damit's auch der letzte Vollidiot mitbekommt. Schüler. Stimmt, damals war Facebook noch angesagter als Instagram. Zeiten ändern sich schnell. VZ. Sogar für die ganz hängen gebliebensten Hurensöhne auf MySpace. Richtig, Hurensöhne. Damit's wirklich der letzte Hurensohn mitbekommt. Danke fürs Zuhören. Zuhört der Typ 4 einmal. Du wisst Bescheid. Es ist wie Spiegel. Man sieht sich. Man sieht sich. Meine Freunde. Ah, Freunde. Zu krasser Song, wirklich. Falls ihr das Album noch nicht gehört habt oder so, oder falls ihr den Song nicht gehört habt irgendwie bis jetzt, gönnt euch einfach dieses Album, falls ihr es noch nicht getan habt. Und falls ihr es schon mal gemacht habt, macht es einfach nochmal. Ist egal. Einfach nice. Leute, ihr wisst Bescheid. Falls ihr es auch noch nicht gemacht habt, beim Original natürlich like und Kommentare lassen. Und jetzt bedanke ich mich einfach bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag, Freunde. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.